Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisi21, mache Songs, Let's Plays und Creative und Unterhaltungsvideos. Ja, heute machen wir einen Let's Arco Test mit dem Game Sniper Elite. Alter, okay, Sniper Elite 3 Ultimate Edition Afrika, das Logo von dem Game. Und das Ganze hier auf der PlayStation 3, heute nicht mit OBS aufgenommen, sondern mit XSplit. Und ich würde sagen, let's go. Und nicht wundern, wenn das Ganze auf No Signal ist, denn das ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, startet das Ganze direkt weiter. So, und das Ganze habe ich mal auf 50 FPS die Aufnahme zugepackt, so dass das Spiel auch nicht so, wie sagt man, nicht so groß wird, diese Let's Arco Test Folge. Und ja, oh, ich sehe hier nichts, weil ich den Dings hier drin habe. Das ist leider ein bisschen anders da, ein bisschen blöd gemacht als bei OBS. Das ist das Blöde. Wisst ihr was, ich mache einfach mal die Facecam weg, oder? Ist besser. Ich bin nicht immer ohne Facecam, ich meine immer mit Facecam machen. Hier sowieso nicht unbedingt. So, okay. Jetzt sehen wir mehr. Kampagne. Hier sehen wir, dass es da gezockt hatte, 35 Minuten lang. Ja, eher mit ein paar Testaufnahmen und sowas, wo das richtig gut geklappt hatte. Aber jetzt sollte es funktionieren. Und jetzt, let's go. Natürlich leicht. Europa wurde niedergeworfen und die Alliierten zum Rückzug gezwungen. Ihre Versorgungslinien für den Nachschub sind gekappt. Der Suezkanal ist die Lebenslinie zwischen Großbritannien und dem Öl im Nahen Osten. Und der Kriegsausgang in Nordafrika ist entscheidend. Während die Armeen sich an der libysch-ägyptischen Grenze gegenüberstehen, schlägt die Frontlinie wie ein Pendel durch die libysche Wüste, einem rauen, unnachgiebigen Landstrich zwischen Mittelmeer und Sahara. Der Krieg war den Kinderschuhen entwachsen. Hier regieren die Panzer. Ich bin in Tobruk, in einem Boot voller Ersatzteile und Verstärkungstruppen angekommen. Junge Männer, die blind in den Tod laufen. Keiner von denen fühlt sich in meiner Umgebung wohl, was mir nur recht ist. Der Großteil von ihnen wird hier ihr Leben lassen. Rommel wurde während der Operation Crusader zurückgedrängt. Dennoch fegen Einheiten der Achsenmächte erneut durch die libysche Wüste. Rommels Unternehmen Theseus begann mit dem Rückzug der Alliierten und der Einkesselung von Städten. Jetzt ist keine Zeit für Taktierer. 35.000 unserer Männer kennen nur den einen Befehl, Tobruk zu halten. Okay, Leute. Let's go. Wow. Wir brauchen Heckenschützen an der Mauer. Okay, Leute, jetzt bin ich gefragt. Wow, alter Schwede. Und das wird geil, das wird geil.
Wie ihr seht, das wird geil. Geil. Und jetzt der nächste bitte. Ein bisschen näher rein bitte. Und Headshot. Boah. Heftig, ne? Okay, ich glaube... Müssen wir da hin? Dann müssen wir noch schießen. Ne, da steht hier hin, okay. Let's go, wir müssen da rüber. Renn, Junge! Renn um daneben, komm! Alter, ist der tot. Wow, okay. Wir müssen den Typen da umlegen. Shit. Wieder eine Kugel in den Kopf oder in die Brust? Was meint ihr? Ich glaube in die Brust. Ja. Yeah. Alter Schwede. Wie was? Ach, da. Na, wo war das? Muss man irgendwo hinlatschen? Ja, da. Okay, stimmt. Zerstöre Fahrzeuge, indem du auf ihre Schwachstellen schießt. Fahrzeuge markieren, um diese hervorzuheben. Manche Schwachstellen benötigen mehrere Schüsse. Okay. Erstmal nachladen. So. Und dann... Setz los, hä? Hab ich doch, Junge. Ach so. Ferndings, okay. Verstehe uns. Fuck. Setz los, Junge. Okay, ich krieg das nicht hin. Okay, wir schießen mal darauf. Okay. Ah, jetzt markiert. Gut, gut, gut. Und... Boah. Ich bin aber nicht tot. Wir müssen noch weiter markieren. Und BAM! Junge, Junge. Und tot. So muss das sein. Wow. Okay, wohin geht's? Die Deutschen setzen Nebelwerfer ein. Dagegen muss ich etwas tun. Ja, wir haben noch andere Waffen als nur die eine. Wenn ich mich ducke, hören sie mich nicht.
Okay. Schön mit dem Schalldämpfer drauf. Zeit für die Wellrod. Ja, mit der habe ich ja schon angefangen. Icons erscheinen über Feinden, wenn sie auf dich aufmerksam geworden sind. Die Icons verschwinden, wenn sie angreifen. Okay. Da habe ich schon noch Glück gehabt. Okay, Headshot, ne? Bam! Junge, Junge. Heftig, ne? So muss das Ganze sein. Okay, wo geht's lang? Ich sehe nichts. Ich sehe gerade gar nichts. Wo muss ich lang? Bin ich blind oder so? Seht ihr irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Wo es noch weiter muss, hin muss oder so. Keine Ahnung. Ich gehe erst mal hier ran. Okay, gut. Das ist blöde, wenn du über ein Aufnahmeprogramm eher spielst, anstatt das richtig schön groß zu haben. Dann siehst du das nicht direkt, wo du hingehen musst. Kein Zeichen, wo ist die? Was ist hier? Keine Ahnung. Naja. Ich gehe einfach irgendwo hin. Ach, jetzt. Jetzt, okay. Okay, hier müssen wir rüber. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter hier so lang und dann hier. Was war das? Shit. Da hat einer etwas gehört. Ach du Scheiße, fuck. Jetzt kann ich aber aufs Ganze gehen. In Deckung gegangen. Natürlich bin ich in Deckung gegangen. Halda.
Da! Ich habe nur noch wenig Munition. Ja, stimmt. Oh, shit. Voll gestorben. Ach du Scheiße. Okay, diesmal leichter. Diesmal schön leichter. Diesmal schön leichter, dann werde ich auch nicht direkt erwischt. Denn das wäre sonst nicht so toll. So muss das sein, Kumpel, ne? Hey, Alter! Lust auf einen Messerstich? Weiß ich schon, was gemeint ist. Okay. Oh, Junge, Junge! Alter, hab ich Glück gehabt. Noch. Er ist hier. Alter! Junge! Alter, Leute! Das war heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es aufgenommen habe, denn XBit zeigt mir das leider nicht an. Eigentlich scheiße, dass er es nicht anzeigt. Wirklich kacke, der zeigt nur an, wie groß das Video schon ist. Naja, gut Leute, dann würde ich sagen, ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Plays. Ja, in meinen Let's Play Projekten oder bei Let's Arco Test wieder. Also Leute, bis dann, euer Gummisi 21. Yeah!